Hallo, hallo. Schönen guten Tag. So, ich bin da am Basteln, habe wieder sowas im Plan, diese Stifte Aufbewahrung, ne, wieder machen. Habe dieses, seit neuestem, ne, gibt es ja dieses Baketrain und da 80 Meter. Die Länge hat mich echt angesprochen, dachte ich, oh, wenn ich die kriege, dann kann ich das machen, ja. So, und bin echt froh, habe da verschiedene Farben und momentan habe ich so viel. Wie viel habe ich hier? 2, 4, 6 hochgebaut von den Rollen, ne? Und da sind es 4, weil ich gucke immer nach Breite, ne? Weil das eine ist ein bisschen breiter als das andere und deswegen habe ich sie für sich so aussortiert. Und dann kommen die dann, ich habe noch ein bisschen Pappe geholt, habe bei Action hatte ich auch noch diese Untersetzer geholt, ne? Und die sind optimal für das. Und da drauf dachte ich, wird das dann kommen. Und ja, habe schon viel jetzt geschafft. Einfach den Faden, den Anfangfaden hatte ich einfach mit diesem Papierklebeband befestigt, ne? Er hält ja bombenfestes Papier und ist nicht so dick, trägt nicht auf und da ist es optimal. Dann kann man das hier sehen, habe ich den Anfangfaden und den letzten werde ich dann auf Kleber setzen. Habe hier den alles Kleber, damit habe ich auch zwischen die übereinander die zusammen jetzt geklebt gehabt. Mussten ja trocknen. Ja, und deswegen, ja, eine ist ein bisschen schmaler, aber nicht schlimm. Dachte ich, ich mache grau und rosa, so zweifarbig. Ne? Habe auch diese mittlere Teile noch gehabt. Ist einfach normale Pappe, ne? Ich hebe immer diese Böden von Pizza, diese Steinofenpizza, glaube ich, Dr. Oetker. Ne? Und sie haben ja so diese drunter so klebrige Böden. Ne? Und die hebe ich auf und lege sie übereinander. Die sind ja immer sauber. Ne? Und da kann man damit, hatte ich letztens auch als ein Geschenk gemacht, hatte sowas auch. Und habe ich noch diese Korken und da setze noch damit noch verstärkt so ein Boden noch drunter geklebt, ne? Pappe, dass man den auch überall kann hinstellen oder, ne? Weil Korken, da kann ja auch mal brechen, ne? Und so hatte ich das so gemacht. Deswegen habe ich jetzt alles da vorbereitet und da ist noch ein bisschen geblieben. Legt sich gut, obwohl ja, es ist ja viel drauf und die selber die Spule, ne, die ist echt gut, dass man die immer durchkriegen kann, kriegen, ne, so in die. Ich habe ja schon Ende voriges Jahr das erste Video, ne, es ist ja bei mir da auf dem Titel Blatt sozusagen Titelseite, das Foto hatte ich gemacht mit Jutetwein, ne, Jute Schnur. Und diesmal hatte ich immer so mir da gewünscht, mal was Hübscheres. Ich meine so was Feierliches, ne? Dass man so auch so ein Geschenk, dann ist es auch wirklich so. Tada! Ne? Und ja, und dieses Becket Wein war die, auch die Länge, ne? Und ich glaube, da kann man mit einer, zwei Teile solche sogar umwickeln, ne? Ich habe ja die Schicht abgezogen. Innen ist es ja Papier, aber hier ist es sehr klebrig. Ist ja schon bestimmt einige haben das Video, das alte gesehen. Und da dachte ich, ich mach mal noch eins.
geht schnell, ne? Und da zwischendurch mal ein bisschen so zusammen und drücke es fest und es hält eigentlich gut. Bei uns gab es eine Zeit lang auch diese Korken und Ersätze nicht. Dann kamen sie wieder, dachte ich, naja, ähnlich. Weil es immer gut, wenn man den Vorrat hat und kann dann damit auch wenigstens was planen. So hat man es nicht, was blinkt, ne? Kann man da nichts machen. Ach, guck mal, eine Wolke ist gekommen. Gleich ist es dunkel. Ja, heute wenigstens kein Regen. Ist doch schon schön, ne? Ja, das habe ich jetzt auch bald fertig. Da kann ich dann mit dem letzten Faden schauen. Muss ich mal gucken, dass das gleichmäßig liegt. Der Ende ist immer wichtig, dass man am Ende da gut abschließt und nicht da so dick dann das sich nicht auflegt, ne? Dass man das ordentlich hinkriegt. Ne? Noch einer muss noch rein und dann bin ich durch. Ja, guck mal, wie schön. Absolut. Sehr gut. Und da wird das jetzt befestigt. So, habe mir jetzt eine Schere geholt und das muss ich jetzt da integrieren noch, ne? So. Aber die Spitze werde ich mal erstmal mit dem Alleskleber erstmal so na komm nicht auf oder was so oder nicht zu viel oder gar nicht ne so einen Tropfen brauche ich dass ich dann das so reinkrieg. So, oh nein. Komm, komm. So, das dann mittig schön hinein. So, extra die Prickelnadel geholt, dass ich dich so zwischen kriege. Ja, soweit. Dann reinstecken. Soweit gut geworden. Und dann werde ich jetzt das zweite noch abziehen. Hängt sich schon fest, aber geht. Habe schon lange das vorgehabt und irgendwie hat mich was immer besser aufgehalten. Und diesmal dachte ich, oh, ich habe auch genug Rollen, Reste, sozusagen diese Ringe,
Da muss ich mal machen. So. Ich habe da überlegt, diese so einen Ring drumherum ne, machen. Irgendwo habe ich noch so ein Stoffbänder, ne, selbstklebende. Ich muss mal gucken, wo die sind. Die werde ich wahrscheinlich da drauf machen. Und, oder ich überlege noch sogar Schmucksteine. Das wäre auch so interessant und wäre hübsch. Werde ich im Voraus nichts aufkleben, sondern wenn ich es schon fest habe, ne, weil dann weiß man schon, wo es zusammen dann steht und dann aufbringen wahrscheinlich dann. Ne. So, eine Farbe habe ich. Dann kommt jetzt das Grau. Diese Kombination, ne? Rosa-Grau ist auch echt hübsch. So, ich habe hier auch Gold, Grün, auch Blau. Die könnte man auch dann gucken. So, ich habe so ein Fitzelchen. Und dem, aber der klebt so stark, ne? Und das werde ich dann jetzt den Faden jetzt erstmal befestigen drinne. Und dann starten. So. So einfach. Das hält bombenfest. Ne? So. Echt gut. So, muss ich jetzt schauen, dass ich das gerade lege, den Faden. So, und dann kann ich den Start machen. Da ist ja weniger Fläche, ne? Und da geht das. Aber ja, den Faden muss man immer zwischendurch kurz wickeln, ne, dass er nicht irgendwo klebt. Und dann geht es weiter. Ist hier nichts Neues. Ja. So, wollte mir zeigen hier. Sieht schön hübsch aus, ne? So, die zwei Sorten nicht kleben bleiben. So, hab schon so viel durch, auch von innen, ne? Sieht ja schön akkurat aus. So, wie auch hier, ne? Ja, noch ein bisschen. Ist ja schmaler, ne, die Fläche. Dann geht es auch schneller, klar. Je höher, dann desto mehr Material. Ich meine, Faden geht ja weg und auch dieses Umwickeln. Ne? Aber ja, doch, es geht schön aneinander sitzen. Das ist richtig. Auch diese Lyrix-Faden, diese Silberfaden, hier ist hier so ein rosa Faden drin. Der ist eigentlich auch hübsch da drin. Ne? Sieht schön aus. Sieht nicht so überkitschig aus. Ne? Ist ja auch eine ruhige Farbe, auch dieses Rosa, auch dieses Silber, ne? Nicht schlecht. Mal schauen, was ist dann, was da am Ende rauskommt, ne? So, bin jetzt fast durch. Noch ein paar Schritte.
ein schöner Ring. Auch von innen, ne? Gefällt mir. Ich dachte, wird sehr unterschiedlich sein, diese dick, wie dick der Rand ist, ne? Aber ne, das ist okay, eigentlich geht. Gefällt mir doch. So, bin jetzt wieder auch hier. Soll ich noch einlegen? Glaube ich, legen. Ne, es reicht. Es reicht, oder doch? Doch, muss noch, dass ich unten das da schön durch habe. Na komm. So. So. Ja, doch, hat sich gut integriert. Dann wieder abschneiden. Ja, diese Lyrics-Faden, ne, da tut sich immer so ablösen. So, da muss man den fixieren. Hier kann ich einfach ein bisschen auseinander schieben. Dann wieder Ende mit Kleber. Na komm. Nicht so, nicht so. Komm her. Es nicht sein muss, kommst du zu viel und jetzt wieder. Wieso kommt da nichts raus? Oh, jetzt kommt. Oh je, jetzt kommt ein ganze Klecks wieder. So. Nicht für Matsch, voll Matsch das Außenteile. So, dann mache ich hier so eine Lücke und da rein, muss das sich legen. Komm her. Ja. Innen wieder zusammenschieben. Ja, ist gut geworden. Sieht man jetzt kaum. So, jetzt habe ich zwei Teile. Schön, ne? Und ja, sehr wenig. Guck mal, wie viel habe ich jetzt da? Noch einiges. Wenn man zum Vergleich hat, ne? Guck mal. Ja, finde ich. Ist ja dünner der Faden, aber doch, der legt sich echt gut. Schön festigen. Ich habe noch auch von denen noch welche, die ich dann reinlegen werde zum Befestigen, ne? So, dass die sich dann, dass die einen Boden haben noch extra, ne? Nicht den Korken dann mit den Stiften alles so verfärbt sich oder sticht sich was rein, ne? Und so haben wir die da als Böden noch, werde ich da reinkleben und dann kommen die auch noch. Ich mal gucken, ob ich die so vorsichtig erstmal. Ich dachte, wenn ich das jetzt den Kleber, dann wird er durchgucken. Ne? Und so kann man ja, ich tue da lieber da ein bisschen was drauf. Genau, dass das
und dann sich fixiert, aber nicht sich da der Kleber so in diese Fläche sich durch zeigt, ne? Ja, genau so. So. Muss ich mal was drauflegen, was beschweren. Ja, genau, dich. Ja. Jo, sieht gut aus. So. Okay, und das zweite auch noch. Oh, das hält schon echt fest, ne? Aber trotzdem. Jetzt mal. So, muss ich mal schauen, wie das mir am besten gefällt. So, glaube ich. So. Aber so, und dann nicht noch die Seite noch. Nicht zu viel, weil der quillt dann raus, ne? Ah, diese Federn, ich, deswegen mag ich diesen Alleskleber gar nicht, aber er klebt eben alles, ne? Deswegen ist mir auf den angewiesen, sozusagen, doch. Ja, super. Ja. Bisschen Überschuss wegnehmen. Ja. Sieht dann nicht so schön aus, aber ja, nimmt sich gut weg. Sieht fehlen. So, du bist schon und du auch noch. Legt sich nicht so aus. Ich nicht, darf ich nicht so stark drücken, ne? Weil es soll ja die Form halten, nicht so. Ja, doch, finde ich, ist mal Fäden noch. So, und da kommt dann später ein Teelicht oder was man so alles hat, kann man dann was platzieren, ne? Wie individuell, dann guckt man dann, was das so mag. Ja, so, dann habe ich mir überlegt, ich werde Schmucksteine so rundum auflegen, ne? So, und auch den Boden muss ich auch noch stärken. So, so, dann werde ich mal schauen, hier einfach Umriss aufmalen und innerhalb der Linie werde ich es dann ausschneiden, ne, weil es soll ein bisschen schmaler sein als die, als diese Platte, ne, dass man die nicht so stark sieht. Ja, mit Messer wäre es besser, aber wird schon gehen, so ausschneiden. Sind ja zwei zusammen. Sehr dick, aber wird schon gehen. Dann eh nicht zu sehen unten, da. Und da kann ich ja auch mit dem Klebeband eventuell mal ein Washi-Tape drum kleben, aber ne,
werde ich gar nicht machen. Es ist ähnliche Farbe, ne? Und dann wird nicht so sehr auffallen. Muckis. So. Ja, das ich dann, das meine ich eben so, werde ich dann aufkleben. Ich glaube, da könnte ich noch ein bisschen was wegmachen. Ganz kleiner Rand, dass nichts übersteht. Das kann man alles dann noch gucken und sehen, anpassen. Ja, so passt es. Und wenn man es umdreht, sieht man es gar nicht, weil es fast gleich ist. Ne? Und das wird jetzt auch noch unten, von unten jetzt festgeklebt. Mache ich alles Kleber. So. Würde bestimmt auch ein anderer machen. Aber ja, so, dann lege ich mal das Teil drauf. So. Dann schön mal platzieren, dass es. Jo. Korken, ne, das ist so nicht so stabil und das macht mir Sorgen, dass es, ne, brechen kann es, und dafür ist auch diese so eine, sozusagen Bodenplatte, habe ich verstärkt, und dann, weil mein erstes Teil hatte ich ja auf dem Holzbrettchen gemacht, ne, so ein Herzholzbrettchen, und aber das, diese Korken untersetzen, ne, die sind ja optimal. Und die Farbe ist auch so eine natürliche. Und da kann man das immer individuell schmücken. Sogar hier könnte man ein paar Steinchen auch, wenn man mag. Ne? Aber ich lasse es so natürlich, möglichst natürlicher. So. Ja, das ist erstmal das. So. Ich habe noch so eine Bordüre gefunden jetzt, ist so ein altes Teil schon, Rest, und ja, wer sowas kennt, ne, Vive Decor, selbstklebende Straßbordüren, das ist ewig alt schon, aber ja, denen passiert nichts, ist eine echt gute Qualität, Bad Salzuflen, ja, und das reicht mir noch, kann ich das jetzt da, wo meine Hände sind, mit dem Kleber. So, dann kann ich mal gucken. Und dann ziehe ich mal meine Bordüre ab und werde sie mal platzieren. Ich fange, glaube ich, lieber von dem hier an. So, das, dass ich das mittig lege. So, ja, ist klar Steinchen, und das ist okay. So, muss ich mal schauen, wie weit
Wie weit? So. Gut. Ja. So. Na, jetzt habe ich es schief genäht, glaube ich. So. Ja, hält bombenfest. Ja, finde ich, ist hübsch. So, und das zweite, die zweite. Ach, guck, die wird optimal reichen. Aber ich habe da so ein Zwischen. Muss ich stückeln, ne, sozusagen. Aber kriegen wir schon hin. So, dann wollen wir mal gucken. Hier vorne. Wie weiter erweitern wir das von dem Grau. So, ich drehe mal ein bisschen so. Ich hoffe, ich lege es gerade, ne? Dass ich da. So. So. So wie als ob die erweitert das, ne? Dann habe ich noch so ein kleines Reststückchen. Ach, guck, wie schön. Freue ich mich. Freut man sich immer, wenn es die Materialien richtig doch noch. Genutzt werden. Ach, siehst du, ich brauche doch diese, ich glaube, eine nur. Sind so. Na, was mache ich jetzt hier? Ne, eine. Nur eine. So. So, und das dann. So, da haben wir auch den einen noch platziert. So, bisschen schief, glaube. Aber ja, ne, doch, es ist okay. Damit bin ich eigentlich zufrieden. So, ja, das ist dann eben. So, und dann kann man ein Teelicht, ich hatte so ein Salzkristall-Teelicht mal bei Action gekauft, 99 Cent, ne? Und die sind ja echt gut. Da kann man ein Teelicht so hinstellen oder was anderes, was man so hat, ne? Finde ich, ist okay. Und auch diese Untersetzer, ne? Da gibt die Stabilität, dass man weiß, der Korken, der wird nicht brechen, ne? Ja, das ist dann. So, ja, okay, ja. So, dann habe ich das Teil gemacht. Na, guck mal, diese Teile. So, bin fertig, ne? So, mal gucken, wer mich dann schenke später. Mal gucken, mein Steinchen. Da irgendwo müsste ich auch mal hin noch ankleben. So. Gut. So, danke schön fürs Zuschauen und wünsche alles Gute. Tschüssi.